In diesem Video machen wir weiter mit dem Thema Leiter hervorbringen, prüfe deine Herzenshaltung. Wenn du das letzte Video noch nicht gesehen hast, würde ich empfehlen, dass du zurückgehst und du erst dieses Video anschaust und dann komme zu dem, was ich heute zu sagen habe. Letztes Mal habe ich gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine Herzenshaltung haben, die Leiter hervorbringen möchte. Es hängt nicht mit deinem grauen Haare zusammen, es hängt nicht mit deinem Alter zusammen, es hängt damit zusammen, ob du das willst oder nicht willst. Eine Herzenshaltung. Die Bibel sagt uns in 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Und hier steht vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig hat nichts mit Alter zu tun, vertrauenswürdig hat schlicht und einfach mit einer Herzenshaltung zu tun. Wo finde ich diese Menschen, die vertrauenswürdig sind? Ich soll in der Lage sein, um sie dann anderen so diese Lehre und alles, was ich weiß, weiterzugeben. So, das ist ja sehr, sehr wichtig. Ich finde, ein zweiter Punkt, der wichtig für uns heute ist, nicht nur, dass wir sehen, dass andere Menschen Potenzial haben, sondern dass wir auch einen Fokus haben bei diesem Thema Leiter hervorbringen. Wir haben viele Menschen in unserer Gemeinde, die sich kümmern um Nöte der Menschen. Und bestimmt tust du das auch. Ich tue das auch. Aber wir müssen erkennen, dass die Nöte der Menschen und diese Nöte begegnen, das ist nicht unsere einzige Aufgabe. Wir haben auch viele andere Aufgaben. Und wenn es nur darum geht, dann werden wir immer nur das Dringende in der Gemeinde tun und wir werden niemals zu diesem Punkt kommen, wo wir etwas haben, was wichtig ist und wo wir auch Zeit investieren müssen. Und zwar Leiter hervorbringen. Deswegen heute ist es so wichtig für dich und auch für mich, dass wir hier an diesem Punkt Fokus haben. Das ist, dass wenn wir viele Menschen leiten, dass es irgendwie der Fokus des Lebens wird, dass wir jünger machen, dass wir uns investieren in anderen Menschen. Meistens werden wir keine kurzfristigen Ergebnisse sehen. Und das ist immer das Problem. Du kannst ja Zeit mit jemandem verbringen, du investierst in sein Leben. An dem Tag wirst du sicherlich nicht sofort eine Veränderung sehen. Vielleicht in den nächsten Wochen, dann hast du Glück gehabt. Aber meistens ist das ein längerer Prozess. Und deswegen sehen wir auch nicht, was aus diesem Gespräch manchmal kommt, sofort, später ja. Und wenn wir nicht investieren, dann schaffen wir das vielleicht eine Woche, ein paar Monate, ein Jahr. Aber danach haben wir ein Problem, weil wir keine Nachfolger haben, weil wir keine Leiter haben, weil wir dann anfangen zu kämpfen, weil wir das Potenzial in den Leuten bei uns nicht hervorgebracht haben. Fokus, sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, aus der eigenen Erfahrung, und zwar, dass du seelisch sicher bist. Und jeder, der eine konstante Vision hat, eine Vision, die nicht schwankend ist, ist eine Person, die seelisch sicher ist. Jeder, der das geschafft hat, über viele, viele Jahre mit einem großen Team zu arbeiten, ist auf jeden Fall jemand, der seelisch sicher ist. Weil in deinem Team, in deinem Umfeld gibt es immer Leute, die stärker sind als du, die vielleicht ausgebildet sind in Bereiche, die weiter geht als bei dir. Und du merkst einfach, dass sie stärker sind. Frage, wenn du seelisch sicher bist, dann reagierst du immer mit Freude auf eine Top-Leistung. Wenn du seelisch unsicher bist, reagierst du mit ein bisschen Eifersucht und nicht mit der Freude, die du eigentlich haben sollst. Und was ist das bei dir? Welche ist das? Sehr wichtig für uns. Wenn wir seelisch unsicher sind, dann ziehen wir keinen Mensch zur Rechenschaft, weil wir wollen, dass alle denken, dass wir nett sind. Aber wenn wir das tun, dann werden wir keine Leiter hervorbringen, weil wir brauchen vertrauensvolle Beziehungen und dann müssen wir aber auch so Dinge ansprechen, um ihnen zu helfen. Dafür brauchst du eine ganz, ganz sichere Seele. Wenn wir seelisch unsicher sind, dann gibt es keinen Platz für jedes andere Gedanke.
ist es nämlich so, dass wir nur Leute aussuchen, die dieselbe sind wie wir. Weil wir wollen ja keine Herausforderung haben. Wir wollen nicht bedroht werden. Aber das ist so kurzsichtig. Wir brauchen Leute, die um uns herum sind, die unterschiedlich sind, die einfach andere Ideen haben, die einfach uns herausfordern an verschiedenen Stellen. Und das ist wichtig für uns. Wir können aber nur das tun, wenn in unserem Inneren so wie eine Sicherheit haben. Noch zwei Punkte. Authentisch und echt. Menschen wollen mit uns sein. Menschen nehmen das uns ab, wenn wir authentisch sind, wenn wir echt sind, wenn das, was wir sagen, genau das ist, was wir leben. Und nicht, dass wir etwas predigen oder ihnen was sagen, was wir nicht bereit sind, selber zu tun. Wenn wir bereit sind, alles zu tun, jetzt, was wir sagen, dann haben wir in ihren Augen eine Glaubwürdigkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dann Bereitschaft, sich einzusetzen und ein Risiko einzugehen. Bist du bereit, nicht nur zu trainieren, sondern auch Menschen freizusetzen, einzusetzen in dein Team, weiter mit ihnen den Weg zu gehen, sogar mit der Bereitschaft, dass sie woanders auch eingesetzt werden können. Wir haben jetzt einige aus unserem ältesten Team eingesetzt, andere Gemeinden zu leiten sogar. Das hat uns in dem Moment wehgetan in Bezug auf unser Team, aber natürlich viel Freude gegeben in Bezug auf Reich Gottes. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, auch einzusetzen? Jemand hat gesagt, die Qualität der Leidenschaft beeinflusst direkt, mit welcher Qualität und Exzellenz eine Organisation, ein Unternehmen oder eine gemeinnützige Einrichtung seine Endprodukte oder Dienstleistungen anbieten kann. Und ich müsste sagen, Gemeinde ist nicht so weit weg. In einer Gemeinde sind wir eine Familie. Wir brauchen Väter, die sich kümmern und andere hervorbringen können. Und wenn diese eine Qualität haben und wir unsere Leiter eine Qualität haben, dann haben wir ein hervorragendes Produkt zum Schluss. Wir bringen eine hervorragende Leistung, weil es Leiter gibt, die sich gekümmert haben. Und jetzt die Frage für dich zum Schluss. Wenn du diese Punkte anschaust, dann ist es wichtig, dass du eine Antwort bringst. Dass du nicht nur einfach hörst, vielleicht bist du im Auto oder wo immer du das zuhörst. Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst und sagst, so, wie viel Fokus habe ich in meinem Leben gebracht in Bezug auf Leiter hervorbringen? Bin ich seelisch sicher? Oder muss ich wirklich an der Stelle einige weitere Schritte gehen? Bin ich authentisch und echt? Bin ich bereit, das zu tun, was ich auch sage? Und bin ich bereit, wirklich ein Risiko einzugehen mit jedem, der sich qualifiziert hat? Bringe einfach die Fragen zu anderen Menschen vielleicht, auf jeden Fall zu Gott und bitte ihm, dass dein Herz verändert wird.